Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir mal wieder Euro Truck Simulator. Und heute habe ich für euch eine richtig geile Mod am Start, und zwar zuerst eine andere Mod, da der Hintergrund hat sich auch ein bisschen verändert, vielleicht wegen dem Update. Ja, dazu komme ich jetzt gleich, und zwar zeige ich euch ein richtig geiles Mod, Leute. Also, wenn ihr auch Euro Truck kennt oder es cool findet. Diese Garage hier. Das ist eine neue Garage, wo man mehr Platz für die LKWs haben sollte. Diese Garage sieht mega cool von innen aus, finde ich. Und ich zeige euch die auch gleich mal von draußen. Jetzt gehen da alle Tore auf. Ist ja aber nicht so schlimm. Oder besser, nein, alle Türen, meine ich, gehen auf. So sieht von außen die Garage aus, also 1, 2, 3, 4, 6 Türen hat diese. Und da ist noch zum Tanken wie eine kleine Tankstelle, also finde ich ehrlich gesagt richtig geil gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen noch rüber. Wir haben zwar nicht so viel Money, und ich würde sagen, suchen wir uns am besten mal einen rechten Auftrag. Ich weiß, ist jetzt halt nicht so eine große Mod, wo wir viel anfangen können, aber trotzdem ist es cool. Und ich würde mal sagen, mit was verdienen wir am meisten Geld? Nehmen wir mal externe Aufträge. Das haben wir auch schon lange nicht mehr. Bei American Truck geht es, glaube ich, gar nicht. Okay, nehmen wir mal 12 Holzbalken. Würde ich mal sagen, führen wir doch mal. Du hast noch eine Lieferung, schließe diese ab. Hä? Ach so, da habe ich noch eine. Guckt euch das mal an, Leute. Ich habe doch noch eine Mod am Start. Und zwar diese. Jetzt kommt es im Fall. Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Nochmals, Leute, hallo, und wir haben jetzt nochmals eine Mod-Vorstellung am Start. Und ihr seht es jetzt auch schon. Eine richtig geile Mod, und zwar eine IKEA-Mod. Und da ist auch schon der Laden IKEA. Und zwar, wir transportieren Topfpflanzen. Ha! Da habe ich schon gemeint, ich kann. Da habe ich zuerst schon gemeint, nee, ich kann mit euch gar nicht sonst keine Mod spielen, aber doch, ich kann eine Mod spielen, und ihr hört es auch schon draußen, es gewittert sehr heftig. Okay, fahren wir da ein bisschen vorsichtig. So, wir müssen jetzt. Der Weg habe ich eigentlich gar nicht mal nachgeschaut. Das muss ich eigentlich noch machen. Mache ich jetzt gleich, wenn wir da auf der Straße. Hä? Ah, okay. Das ist auch so. Ich schaue mal kurz nach. Wir fahren nach Brüssel. Das ist doch geil. Fast wären wir bei Düsseldorf, aber da ist Düsseldorf, und wir sind da. Wir fahren dahin nach Brüssel. Und zwar fahren wir jetzt etwa. Ich muss schnell auf die Karte schauen. Okay. Ja, gleich, wenn ich drüben bin, zeige ich es euch. So, wir fahren etwa 4 Stunden Fahrt. Das haben wir eigentlich. Easy, würde ich mal sagen. Hat schon aufgehört zu regnen. Das ist doch auch mal gut, finde ich. Morgen wird es auf jeden Fall, denke ich, ein anderes Video geben. Nicht Euro oder American Truck, weil sonst wird es auch mal zu langweilig. Morgen möchte ich gerne ein anderes Spiel spielen. Also, wenn ihr jetzt schon einen Vorschlag habt, was ich spielen soll, dann schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Und übrigens, was ich noch vergessen zu sagen habe, ist,
Ich habe die Pixel geändert und jetzt kann ich viel höher. Ihr seht vielleicht meine mein Gesicht jetzt besser bei der Facecam. Also ich muss sagen, ey, was fährt er einfach nicht, ey? Also ich muss sagen, es ist einfach richtig geil, finde ich. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Mir geht's heute ziemlich gut. Eigentlich ja, läuft alles gut. Ich hoffe, bei euch geht's genauso. Und ja, also einfach richtig geil. Wir transportieren eine IKEA-Fracht. Zuerst dachte ich, ich muss einen normalen Auftrag nehmen, aber nein, Leute. Wir haben eine Mod am Start. Wirklich. Das ist doch mega geil. Also zwei Mod-Vorstellungen habe. Also zuerst die Garage, ihr Garagen-Mod, und jetzt haben wir noch die IKEA-Mod. Also ich muss sagen, einfach richtig geil gemacht, Leute. Und es backt auch nicht mehr jetzt so fest herum wie vorhin, wo ich aufgenommen habe, wo die Pixel noch nicht so gut waren. Okay. So, jetzt haben wir es. Gut. Also, ich muss sagen, wir haben uns bei Eurotruck auch verbessert. Aber gut, wir haben jetzt auch lange Zeit. Gut, was heißt lange Zeit? Einfach eine Zeit lang American Truck gespielt. Aber dann haben wir jetzt Okay, Digga, das tut mir jetzt leid. Okay, 98, das ist nicht so schlimm. Okay, ich habe das Fahren noch überhängt. Ach, habe ich es doch ein bisschen verlernt. Wir sind nicht mehr in American Truck, wo man ein bisschen schneller fahren darf. Wir sind dabei Euro Truck, aber trotzdem. Okay. Gut. Nicht zu schnell. So. Schön blinken, wenn wir da rausfahren aus dem Kreisel. Das macht man in Real Life ja auch so. So, ich muss da ein bisschen höher sitzen. Dann geht es auch ein bisschen besser. Aber auch wenn ich so mache, es ist eigentlich bequem, finde ich. So. Endlich dürfen wir jetzt 80, Leute. Und endlich mal wieder bei diesen engen Kurven keine Probleme mehr. Gut, wir hatten nicht so enge Kurve in dieser Zeit, wo wir in den letzten Tagen, wo wir American Truck gespielt haben. Ist ja auch gut so. Und da bei Euro Truck, denke ich, können wir es genauso. Der Geschwindigkeitsbegrenzer habe ich bedauerlicherweise nicht eingeschaltet. Und ich finde, den brauchen wir auch nicht. So. Okay, von da. Okay, ein LKW kommt. Lassen wir. Okay, der biegt ab. Das ist kein Problem für uns. Dann gehen wir einfach dahin. So. Und wir haben jetzt noch. Ah, immer noch 4 Stunden. Ja. Das bringen wir ja eigentlich easy hin, finde ich. Also, ist auf jeden Fall kein Problem. Also, wenn ihr sonst noch irgendwie Spielvorschläge habt oder was ich mal bei American Truck oder Euro Truck für eine Mod spielen sollte, wenn ihr American Truck oder Euro Truck kennt oder sonst eine Idee habt, dann schreibt sie doch mal in die Kommentare, Leute. Weil es gibt echt viele Mods bei Steam Workshop. Also nicht nur bei Steam Workshop, sondern auch bei Mod Hoster gibt es auch viele, aber aber dort kann ich sie leider nicht herunterladen. Irgendetwas lief hier auch schief. Und vor allem ist übrigens Landwirtschaftssimulator 18 rausgekommen für Nintendo 3DS Version und Handy, iPad und für andere kleine Geräte noch und für
PC und PlayStation weiß ich nicht, ob es noch kommt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Aber das werden wir dann sehen, ob es da noch kommt oder nicht. Aber ich glaube, dass es abwechslungsweise ist. Einmal für die kleinen Konsolen wie oder Geräte wie Handy, Nintendo 3DS, solche kleinen Konsolen und Geräte. Und zum Beispiel eben, ich mache jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es so ist. Zum Beispiel Landwirtschaft 17 ist auf PC und Landwirtschaft 18 ist für Nintendo 3DS und Handygeräte, iPad, und Landwirtschaft 19 wieder für PC und 20 wieder für Nintendo 3DS. Also ich denke, so funktioniert dieses System. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass bei Landwirtschaftssimulator 18, so wie ich sehe, alles fast gleich ist, nur die Map anders. Also wenn nur die Map anders ist, ich weiß nicht, ob ich das mit euch spielen werde. Also ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich muss schauen, weil vielleicht kann ich es im Store herunterladen für PC. Könnte ich mal eigentlich mal nachschauen. So, wir müssen gleich da beim Zoll durch, aber das ist doch null Problemo. So. Okay. Okay, das Licht müssen wir eigentlich auch mal wieder anmachen. Okay, das starke Licht eigentlich noch nicht, weil das mache ich eigentlich erst in der Nacht an. Ich glaube, dieses Licht reicht eigentlich schon. So. Okay, jetzt nur noch 50. Oh, das wäre jetzt schön gewesen. Ich habe vorhin schon gesehen, man kann 90 fahren, also das wäre auf jeden Fall geil. Also ich könnte auch die PKW-Geschwindigkeit einschalten, aber das möchte ich nicht, weil sonst erwischen wir zu viel Schaden, denke ich. Und wir möchten ja ohne Probleme den Auflieger dem Kunden bringen. So, haben wir jetzt da noch... Oh, okay, okay, okay. Ja, uiuiui. Ja, das ist jetzt nicht meine Schuld. Das ist jetzt nicht meine Schuld gewesen. Nee, also das war jetzt nicht meine Schuld, so wie bei American Truck das letzte Mal. Das war von dem Autofahrer der Fehler. Er hat doch gesehen, dass ich am Abbiegen bin und dass ich geblinkt habe, und wenn er noch in mich reinfährt, dann ist es nicht mein Problem. So, die Aussicht wieder mal in Europa zu fahren ist auch nicht so schlecht, finde ich. Da mit dem Feld und da bald mit dem Wald. Also eigentlich auch richtig geil gemacht, finde ich. Mit der Tastatur bin ich eigentlich schon lange nicht mehr gefahren, so. Aber ich bin mir auch gewöhnt, so zu fahren, mit rechte Hand Maus und linke Hand die Finger, wo ich steuere den LKW. Okay, abbiegen müssen wir nicht, aber mache ich jetzt mal schnell. Ah, doch, 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 wir müssen bald abbiegen, da sind wir auf der richtigen Spur, wenn wir da gerade auf die Spur gewechselt haben. Okay, nee, abbiegen müssen wir nicht. Ich habe es ein bisschen falsch gesehen von weiter hinten auf dem Navi. Okay, jetzt dürfen wir nicht mehr so schnell. Oder doch? Doch, wir dürfen immer noch so schnell. Ich mache es jetzt ein bisschen extra nicht. Tank. Oh, Tank, das könnten wir eigentlich noch machen. Gehen wir doch schnell tanken, Leute, würde ich mal sagen. Den realistischen Treibstoffverbrauch habe ich eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob ich den aktiviert habe, aber ich glaube schon. So, gehen wir mal nach drüben. So, vor uns ist ein Nescafé Frapp. Vor uns, und wir transportieren IKEA.
Also, Kea ist auf jeden Fall auch mega geil, aber Nescafé Frappe ist auch geil. So, dann würde ich mal sagen, oh, jetzt müssen wir ja das abschalten, sonst geht es ja nicht. Und sonst würde es auch nichts bringen, weil dann verlieren wir noch mehr Treibstoff. So. So, jetzt haben wir wieder richtig voll getankt. Ja, es ist klar, dass ich jetzt Geld verliere, weil ich ja das Geld brauche zum Tanken. Und es ist vor allem auch meinen LKW. Okay, ich bin jetzt schnell. Ah nein, ich muss gar nicht abbiegen. Ich muss gar nicht. Zwei Stunden Fahrt haben wir noch. Also das Volltanken hat sich eigentlich gut gelohnt, finde ich. Also ich muss sagen, dass ihr gut mein Gesicht sieht bei der Facecam, hat auch etwas geändert am Spiel, weil ich kann jetzt mega flüssig spielen, ohne dass es herumbackt. Zwischendurch vielleicht, aber jetzt spüre ich eigentlich praktisch gar nichts mehr. Ah, nochmals beim Zoll durch, Mann. Das gibt's doch nicht. Aber das halten wir ja durch. So. Ich hoffe nicht, dass wir zu viel durch müssen bei diesem Zoll. Jetzt sind wir schon dreimal. Oh, ey! Nein! Okay. Kein Problem, ich möchte einfach keinen Schaden mehr machen. Schauen wir am besten mal von außen. Okay, da ist alles gut. Ja. Die Hupe, warte mal, ich hupe mal. Die Hupe ist auch nice, aber die könnten wir vielleicht auch ändern, aber die ist jetzt eigentlich mega nice, finde ich. Das nächste Mal, wenn wir dann ein bisschen mehr Geld hätten, könnten wir unser LKW von außen und von innen ein bisschen aufrüsten und ein bisschen geiler machen. Weil ich habe mir dafür ein Mod heruntergeladen und das Mod funktioniert auch. Weil ich merke bei ein paar Mod, dass sie nicht jetzt gerade kommen, weil wir vielleicht noch ein paar Levels hochsteigen müssen. Also aufsteigen. Ich schaue mal kurz, okay, wir haben jetzt 19.47 Uhr. Okay. Hä, wieso vergeht die Zeit so schnell? Alles klar. Die Zeit vergeht ja richtig schnell. Wir haben übrigens, ich habe mir ein Paket heruntergeladen, wo wir sogar mehr als nur diese Mod fahren können. Also das heißt, vielleicht werden wir dann das nächste Mal etwas anderes transportieren. Vielleicht wie vorhin, ich habe jetzt vorhin gerade einen Adidas-Anhänger gesehen. Vielleicht transportieren wir dann Adidas. Also das wäre auf jeden Fall mega geil. Ich schaue mal schnell auf die Müdigkeitssimulation. Okay, die haben wir, glaube ich, ausgeschaltet. Aber das ist auch egal. Finde ich auch gut so. Also morgen könnten wir eben... schreibt es mal in die Kommentare, was wir morgen spielen sollen, wenn ihr wollt. Oder eine Idee habt. Und sonst werde ich mir etwas überlegen, was wir spielen. Aber mir kommt sicher etwas in den Sinn. So. Wir sind eigentlich jetzt dann bald da. Ich schaue noch mal kurz nach. Ah, wir müssen nach Brüssel.
Das haben wir jetzt dann gleich. So. Jetzt noch 57 Minuten, okay. Also in 90 km/h haben wir das easy. Vorsicht, Vorsicht, okay. Nicht da über den Rhein, Randstein fahren, das ist mir oft passiert bei Euro Truck. Aber jetzt passiert es mir eigentlich zum Glück nicht mehr, wenn ich darauf achte, weil eben, wenn ich zu viel labere und ich manchmal konzentriert bin, dann passieren mir manchmal ein bisschen Unfälle, aber ich schaue, dass ich das ein bisschen in den Griff bekomme. In 200 Meter ist, glaube ich, eine Tankstelle. Jups. Genau, da ist schon eine, aber Tank haben wir, wow. Praktisch haben wir eigentlich nichts verbraucht. Praktisch. Ich sehe schon die Zielfahne. Ich biege jetzt mal schnell da ein bisschen ab, abbiegen meine ich. Ich wechsle jetzt da die Spur. So. Oh, das Straßenlicht geht schon an. Okay, ich mach mal das größere Licht an. So. Weil das brauchen wir jetzt. Aber eigentlich in der Nacht fahren finde ich auch toll bei Euro Truck, aber da muss man einfach, ja, gut aufpassen, weil in der Nacht kann es manchmal noch gefährlicher sein, das Fahren, als am Tag. Nicht immer, aber manchmal. Aber es ist ja eigentlich noch nicht Nacht, es wird erst Abend. So. Und da ist schon unsere Ausfahrt, Leute, und dann können wir easy den Anhänger abkuppeln und unser Auftrag ist erledigt. Also Tanky Online haben wir eigentlich auch schon länger nicht mehr gespielt, also das könnten wir eigentlich auch wieder mal spielen, würde ich eigentlich mal sagen. So. Bitte komm noch. Nein! Ich wollte noch bei grün durch, egal. Weil ich habe eigentlich schon gemerkt, dass wir, weil wir bei dieser Ausfahrt, wo wir jetzt dahin gekommen sind, dass wir da nicht mehr so schnell fahren dürfen. Das ist mir eigentlich schon klar gewesen. Ich hätte vielleicht da noch ein bisschen schneller durchrasen können, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich extra keine Busse erwischen wollte. So, und wir sind in Brüssel und auf jeden Fall richtig nice. Jetzt müssen wir nur noch den Auftrag abliefern. Aber auf jeden Fall hat mir die Mod eigentlich richtig Spaß gemacht mit euch. So, okay, okay, gut. So, abbiegen. Dann würde ich mal sagen, und eine Mod-Vorstellung bei Euro Truck hatten wir, glaube ich, praktisch noch nie so richtig. Doch einmal, aber das war noch mit meiner Kamera. Aber das waren die sehr alten Videos, also vergiss die alten Videos einfach. Die waren, ehrlich gesagt, fand ich die, bin ich nicht so fasziniert mehr von diesen. Also diese, wo ich jetzt mache, finde ich besser und auch mit einem richtig guten Cam-Studio. Nämlich mit dem OBS, Open Broadcaster. So. Und das können wir eigentlich auch so. So. Dann würde ich mal sagen, ja. Abkoppeln und verspätet, lol. Lol, wir waren verspätet, Leute, aber eigentlich kann das mal passieren, aber ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, das sollte sie eigentlich auch schon für diese Mod-Vorstellung gewesen sein, Leute. Mich hat es auf jeden Fall mega gefreut, Leute, also lasst auf jeden Fall auf diese Folge ein Like da, Leute, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und nicht vergessen, wenn ihr mich abonniert, dann vergesst nicht,
Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr immer pünktlich benachrichtigt, wenn ich live streame oder ein Video hochlade. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Bis morgen. Haut rein, Leute. Und tschüss.